Hallo zum Tageshoroskop vom 5.6.2023. Wir haben eine neue Woche und da gehen wir natürlich mit viel Elan hier und guter Laune rein. Und zwar haben wir natürlich hier den Vollmond gerade gehabt und den Mond jetzt hier um Mitternacht immer noch im Zeichen Schütze. Ja, und zum Vollmond will ich hier nochmal was ergänzen. Und zwar war ja der Vollmond, der natürlich auch weiterhin jetzt wirkt, auch die nächsten 2 Wochen noch. Der fand ja statt hier auf 13 Grad im Schützen und da ist nämlich der Great Attractor heißt diese Position, also die große Attraktivität. Und dementsprechend kann es auch sein, dass hier Abschlüsse oder Höhepunkte im Zusammenhang mit jemandem, der große Attraktivität hat, stattgefunden haben. Oder dass ein Ereignis von großer Attraktivität eine Rolle spielt in dieser Zeit. Also es kann sein, dass man jetzt jemanden kennengelernt hat, der sehr hübsch ist oder irgendwie sehr einnehmend ist, sehr charmant. Oder dass es dort gerade, weil es ja Vollmond war, einen Abschluss gegeben hat. Also dass man sich von jemandem trennt, der vielleicht sehr attraktiv ist. Und ja, diese Vollmondenergien, wie gesagt, wirken natürlich weiterhin. Und bei dem Vollmond war ja auch diese Spannung von Venus und Pluto, die auch heute noch den Tag trägt. Und die Verbindung von Venus und Neptun hier, die spielt natürlich auch weiterhin eine Rolle. Und auch das zeigt ja hier große Liebesspannung, Vorstellungen können hier und Romantik können hier eine große Rolle spielen. Aber es kann auch sein, dass man hier eine Trennung erfährt. Also wir haben auch hier diese schöne Drachenfigur und zwar von Venus zum MC. Also hier erstmal dieses große Trigon zu Neptun. Und dann wird der Drachen hier vollendet zu Pluto. Und dann ist die Drachenspitze hier, zeigt dann hier auf Pluto. Also das heißt, die Motivation, das ist hier immer am Ende des Drachens, das ist die Venus. Also sehr intensive Gefühle, dass die Venus ja fast in einem Bein schon im Löwen. Und darf den Löwen dann jetzt natürlich auch ein bisschen Glück bringen hier oder bringt insgesamt hier die Liebe auf die Bühne. Aber diese Liebe ist natürlich auch hier mit starken Eifersuchtsthemen vielleicht behaftet. Also das kann natürlich eine große Rolle spielen. Und vielleicht auch mit einer Verklärung, mit einer Illusion. Aber ansonsten kann es natürlich auch wirklich sein, dass man hier sehr, sehr starke Bindungsbedürfnisse hat. Und es läuft ja hier auch auf eine Bindung hin. Also das ist ja das, wo der Löwe hier hin, der Löwe sag ich schon, die Venus im Krebs-Löwe-Übergang hier, die zeigt ja auf den Pluto, der hier quasi im Übergang vom Wassermann in den Steinbock ist. Also der ist ja hier Ende Wassermann, beziehungsweise Anfang Wassermann und geht ja jetzt bald hier zurück in den Steinbock und hat dann hier so eine unberechenbare Bindung auch oder eine plötzliche Bindung. Das kann ja auch die überraschende Verbindung sein. Ja, und also das ist die schöne Variante hier in der Liebe und zeigt ja hier auf das Ergebnis, den MC dieses Tages. Also das, was hier in die Welt kommt, der Aszendent ist der Steinbock. Also es geht um Verantwortung oder um Altersunterschied oder um Einschränkungen. Das alles hat hier karmischen Ursprung mit Saturn und Karma zusammen. Und Ergebnis ist halt hier mit dem MC im Skorpion, ist halt hier auch Ende Skorpion, ist halt hier auch die Bindung und zwar oder auch die Vorstellung, die die eigene Person betrifft. Also das ist die eine Variante. Dann eine andere Variante ist von diesen Vollmondenergien oder diesen Energien, die immer noch wirken, ist halt so, dass wir hier diese Venus-Pluto-Verbindung fand ja statt auf der Reiseachse und der Vollmond im sechsten Haus kann dann auch Gesundheit betreffen. Und jetzt hatten wir ja auch also das ist halt auch auf der Reiseachse, hatte ich ja auch angekündigt schon, das kann dann halt auch Unfälle bringen. Und jetzt hatten wir ja auch gerade dieses schreckliche Zugunglück in Indien. Und das ist dann so eine Variante davon. Und dann ist natürlich der Mond hier im Auslandszeichen Schütze, stark betroffen. Also das heißt, man hat hier maximale Energien, die hier ja die Entfernung halt auch betreffen. Und ja, interessant ist, dass wir auch an diesem Wochenende an das Zugunglück in Eschede erinnert wurde. Also das heißt, wir haben also diese Thematik hier stark betont und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass bei dem Vollmond und auch jetzt noch aktiv hier diese Verbindung von Merkur, Uranus und Vesta ist. Und Merkur-Uranus ist ja halt das Unerwartete im Straßenverkehr oder auf der Schiene halt. Merkur ist ja das Symbol für
die Transportmittel für Mobilität. Und Uranus ist das, ist so der Blitzeinschlag oder das Unberechenbare, das Unerwartete. Und Vesta ist so ein inneres Feuer. Und das kann auf einer Ebene natürlich dann hier die Substanz betreffen im Stierzeichen und kann dann natürlich hier also unerwartete Begegnungen beschreiben. Und das ist ja dann bei dem Zug und Glück auch passiert, leider. Aber halt auch die Erinnerung, also im Stierzeichen geht es ja häufig auch um Vergangenes. Und mit Merkur Uranus kann es dann sein, dass man sich quasi hier an das Zugunglück in Eschede erinnert. Also auch das hier wieder ja eine Thematik, die hier angezeigt ist. Und dann haben wir halt auch noch ja überraschende Begegnungen insgesamt, die natürlich auch wieder mit der Liebe zusammenhängen können. Und dann ist Vesta damit dabei. Also es kann auch sein, wie gesagt, dass so ein inneres Feuer also die Wohnung betrifft, also in dem Sinne, dass es dann also brennen könnte, das kann natürlich auch eine Gefahr sein dabei, aber es ist ansonsten auch so eine Energie für Heim und Herd, also dass man hier in der Wohnung eine Veränderung vornimmt, das kann jetzt auch gerade angezeigt sein. Ja, also das wäre so eine Variante, also zum Beispiel auch die Küche, dass man die Küche ändert oder das Badezimmer, weil wir auch die Venus-Neptun-Verbindung haben. Neptun steht halt auch immer für Küche und Badezimmer. Und ja, also es gibt wirklich eine Menge zu erzählen hier heute. Muss ich mich ein bisschen spurten, dass ich hier meine Warhol 15 Minuten Berühmtheit hier über die Bühne bekomme und wir alles hier reinbekommen. Genau, also wir haben, wie gesagt, das zu dem Vollmond hier und die Merkur-Uranus-Verbindung. Diese Merkur-Uranus-Verbindung kann natürlich auch geniale Ideen jetzt aktuell bringen oder unerwartete ja, Gedankengänge, also dass man vielleicht so seine Meinung ändert. Es kann auch sein, dass man hier Informationen bekommt, mit denen man nicht rechnet. Es kann sein, dass man hier ja vielleicht auch eine Distanz in der Kommunikation erfährt. Das wäre auch denkbar. Merkur-Uranus sind ja auch in Verbindung, in der Spannung zum dunklen Mond hier. Das heißt, es kann sein, dass man hier auch irgendwie so Neid und Missgunst erfährt oder Mobbing eine Thematik darstellt oder man sich irgendwie befreien muss. Oder dass man hier Kontakte hat mit jemandem, der dunkler vom Teint ist. Das könnte auch sein. Und ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man hier eine Veränderung in der Mobilität erfährt, weil man sich irgendwas anderes kauft. Also vielleicht ein neues Verkehrsmittel. Insgesamt auf der Straße bitte weiter vorsichtig sein. Das ist natürlich immer noch eine gefährliche Energie. Aber wir haben auch eine starke Reiseenergie aktuell, weil auf dem Reisehaus, auf der Spitze steht ja hier Jupiter mit dem Mondknoten und Justitia. Das heißt, einerseits kann es hier Gespräche geben, die um Gerechtigkeit sich drehen. Oder man hat hier Reiseglück oder man spricht hier über glückliche Verbindungen. Also es ist ja auch so, dass Mondknoten die Verbindung anzeigt und Jupiter bringt das große Glück. Das wäre hier auch denkbar. Ansonsten kann es auch viele Reisekontakte einfach beschreiben oder kann auch sein, dass man hier sich in der großen Gruppe vereinigt und für Gerechtigkeit sich einsetzt. Das wäre auch noch eine Variante. Oder in der Bildung kann es auch sein, dass man hier die Gerechtigkeit in Bildungsfragen thematisiert. Auch das ist hier möglich. Also diese Spannung von Jupiter, Mondknoten, Pluto und Neptun, die Verbindung zu Venus, das spielt alles eine Rolle beim Eintritt von Venus hier in den Löwen. Der läuft ja hier in den nächsten Wochen durch das Feuerzeichen Löwe und bringt dann natürlich einerseits starke, selbstbewusste Liebesgefühle und auch so ein bisschen Lebensfreude und Vergnügen. Allerdings ist das natürlich hier durch die Spannung zu Pluto und die Spannung zu Jupiter auch behaftet mit Themen, die so Geldverschwendung anzeigen können. Es kann sein, dass man hier auf der gesellschaftlichen Ebene ja auch in irgendeiner Form ja, Konkurs erlebt oder also in wirtschaftlicher, politischer Hinsicht auch Geldverschwendung angezeigt ist. Sowas könnte das sein. Ansonsten ist es natürlich auch so ein Anzeichen dafür, dass mit der Venus im Löwen es hier viel um Eifersucht sich dreht, um starke Leidenschaft oder Fernweh eine Rolle spielt oder auch Reisevorstellungen sich schwer verwirklichen lassen, aufgrund vielleicht von Kosten. Also das spielt hier groß mit rein. Oder jemand ist gebunden und man verliebt sich in den. Das könnte auch sein. Oder der wohnt entfernt, das wäre auch denkbar. Und das Ganze aber natürlich mit einer sehr starken verträumten Energie, weil Neptun ja mit dem Asteroid Amor hier zusammen auch die Venus hier betrifft. Also sehr, sehr viele unerwartete Thematik mit Merkur-Uranus, Venus und im Eintritt in den Löwen hier durch die Spannung zu Pluto, durch die Verbindung zu Neptun, durch die Spannung zu Jupiter, bringt hier alle möglichen
Varianten der Liebe, aber halt natürlich einerseits, also entweder sehr starke Liebesgefühle oder genau das Gegenteil, dass man sich hier vielleicht trennt und dann so eine Sehnsucht hat oder so einen Fernweh kann das halt auch anzeigen. Also das ist hier durchaus denkbar. Ja, dann nochmal kurz zum Mond. Der Mond, wie gesagt, die Vollmondenergien wirken weiter. Der Mond läuft heute an diesem Montag aber durch den Steinbock und betritt den Steinbock um 9:31 Uhr und bleibt dann den ganzen Tag im Steinbock. Das bringt so eine Energie, wo man sich vielleicht einsam fühlt. Also vielleicht hat man am Wochenende jemanden kennengelernt oder sich getrennt und daraus resultiert dann natürlich so eine Einsamkeit. Oder ansonsten kann es aber auch Sehnsüchte anzeigen, oder auch Reisesehnsüchte diesmal mit dem Mond im Steinbock oder auch starken Egoismus und Ehrgeiz, weil es sind halt so Arbeitsenergien, man ja, kümmert sich um berufliche Themen vielleicht und ist auch ja, leistungsbereit. Also man hat dann Lust, etwas zu schaffen mit dem Mond im Steinbock. Ja, und der Mond im Steinbock läuft dann hier durch das 12. Haus vom Mitternachtshoroskop, was ich hier immer nutze, um den Tag zu beschreiben. Und das bringt dann auch so eine Rückzugsenergie vielleicht. Oder man macht sich Gedanken über die Heimat und über die Einschränkungen hier und spricht darüber auch vielleicht im öffentlichen oder beruflichen Umfeld. Also das ist hier schon angezeigt. Und man spricht vielleicht auch viel jetzt in diesen Tagen, weil Jupiter ja hier an der Spitze vom 3. Haus ist. Und natürlich, wie gesagt, verstärkt Reisethemen oder Gerechtigkeitsthemen. Ja, dann haben wir genau noch weiterhin hier. Ach genau, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Und zwar hat natürlich hier diese Unfallenergie. Es gab jetzt auch in Hamburg beim Hamburger Ironman so einen Motorradunfall, wo ein Motorradfahrer leider verstorben ist. Also auch das, wie gesagt, diese Unfallgefahr bleibt weiter bestehen. Das ist ein bisschen schwierig. Also bitte vorsichtig sich verhalten im Straßenverkehr oder auf Reisen. Ja, und ansonsten, genau, dann hatte ich hier noch, ich glaube, Marion war das hier unter meinem Video letztens runtergeschrieben, hier, dass die Pallas ja hier auch quasi, da hatte sie, glaube ich, schon mit Venus und Mars drauf spekuliert hier. Aber der Asteroid Liebe steht jetzt schon bei Pallas und da habe ich den ja hier eingezeichnet. Und das beschreibt nämlich auch so politische Energien, wo es vielleicht um Liebesthemen geht aktuell. Also Liebesaffären, sowas könnte eine Rolle spielen. Oder die Liebe zur Politik, die ist hier gerade, erfährt hier gerade eine Distanz, weil Uranus und Merkur stehen ja hier in Spannung dazu. Ansonsten ist es halt auch so, dass man vielleicht jemanden liebt, der sehr intelligent ist. Also Pallas steht halt auch für sehr schöpferische, kreative Denkleistung. Also das wäre hier auch denkbar. Ja, und ansonsten, dann sind wir eigentlich auch schon so weit durch. Ja, also wie gesagt, ist eine ganze Menge los an diesem Montag oder beziehungsweise auch an dem Wochenende vielleicht. Vielleicht hast du ja auch etwas Besonderes erlebt. Kannst du ja gerne hier teilen mit uns. Da profitieren ja immer alle von, wenn man die Sternenergie so ja, an lebenden Beispielen beschreibt. Und ansonsten danke ich wie immer für dein Interesse. Wir haben natürlich weiterhin starke Kommunikationsenergie mit der Sonne hier weiterhin im Zeichen Zwillinge. Die bringt also auch so ein bisschen Leichtigkeit hoffentlich in diese Zeit, wo natürlich ansonsten wirklich viele Dinge passieren, viele Unsicherheiten sind und die Systeme immer mehr einstürzen. Also, dann freue ich mich natürlich wie immer über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals oder über Kommentare. Wenn du selber wissen möchtest, wie diese Energien aktuell, die Vollmondenergien oder auch ansonsten, wie sich die Zeiten bei dir zeigen, wie die Sterne für dich stehen, dann kannst du mich gerne über das Kontaktformular anschreiben und eine Beratung buchen. Das ist eine super Investition. Und ja, aktuell biete ich immer noch 20% Frühlingsrabatt. Und ja, schreib dann einfach rein Frühlingsrabatt und dann ist das okay. Also für die Sternstunde. Ja, und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns morgen wieder. Da freue ich mich sehr darauf. Bis dahin, alles Gute, tschüss.